und in diesem Sinne auch ein besonderes Schicksal hat. Denn als Künstler geboren zu werden, ist ja nicht jedermanns Sache. Ja. Und das ist, ob du an ein Schicksal glaubst. Sicherlich. Sicherlich. Also im Sinne einer Vorgabe, dass das Leben eigentlich ein Nachvollzug ist von etwas, das einem wie ein Weg vorgeschrieben ist. Und alle die wunderbaren und die schrecklichen Dinge sind einem als Stationen auf diesem Weg durch die Zeit vorgeschrieben. Siehst du das so? Ich bin ja jetzt im 50. Jahr diffamiert. Ja. Nicht? Und es ändert sich nichts. Nicht? Ja. Sieh mal, der Mitterrand, der hat, als er ans Ruder kam, hat er sofort dieses Gesetz, was auch in Frankreich für die Kollaborateure gemacht worden ist, sofort aufgehoben, hat sich die Künstler frei gemacht. Sie konnten sofort ihre Sachen wieder im Louvre aufstellen, wo sie mal waren. Nicht? Das gibt's bei meiner Arbeit, stehen da immer im Keller. Aber weißt du, ich möchte auf solche Sachen französisch antworten. Je m'en fous. Je m'en fous royalement. Nicht? Ja. Die können mich nicht treffen. Aber wer macht das? Ich frage dich, wer macht das? Sieh mal, als ich meinen 90. Geburtstag, da hat die Presse fürchterlich geschrieben. Alle. Ohne Ausnahme, auch unsere Presse. Nicht? Ja. Also unser, das ist ja eine Familienzeit, da habe ich drei Generationen porträtiert. Also Freund des Hauses. Das ist alles hat keine Rolle gespielt. Ach, es ist schwer. Weißt du, ich glaube, dass das ein ganz besonderes Merkmal der Deutschen ist, dass sie keinen Überblick haben. Sie haben keinen Überblick. Ja, das ist ein Jammer. Das scheint mir doch nicht zwingend genug zu sein, weißt du. Na, ich war in Leipzig und habe Tübke besucht. Ja. Einen, nach meiner Meinung nach, ganz hervorragenden Maler. Also für mich persönlich ist er der beste deutsche Maler. Werner Tübke, Frankenhausen. Er hat, ganz ähnlich wie ich, er ist fast genauso alt wie ich. Ich glaube, er ist ein Jahr älter. Er ist 61, ich bin 60. Und ich bewundere den Mann seit vielen Jahren. Er gilt in Westdeutschland als Parteimaler. Was heißt das? Ja, das mach mal zu. Ja. Das heißt, dass Salonkommunisten im Westen, die mit größtem Genuss in Bert-Brecht-Stücken zur Premiere gehen, nicht wahr? Und auch sonst so rot wie nur sind, plötzlich sagen, Tübke, das kommt für den Westen nicht in Frage, ein Parteikünstler, ein Sozialist, ein Realist und so weiter und halt so fort. Im Westen. Kurz und gut, wird sofort wieder verwechselt, Politik mit Begabung. Ja. Als wäre die Parteizugehörigkeit ja, eine Art Plus oder Minus im Sinne von begabt oder unbegabt. Nun, der Brecht ist doch ganz bestimmt ein sehr, sehr begabter, großartiger Dramatiker, Dichter, Lyriker, alles, was du willst. Und deswegen wäre nicht weniger, weil er Kommunist ist. So ist es doch. Nicht wahr? Das heißt, aber wer nun einmal irgendwie in die Mühlen der Presse kommt und, sagen wir, gängigen Kategorien als Buhmann oder als zu bewundernder, ganz gleich wie oder wodurch, der bleibt dann da drinnen, der kommt da nicht so schnell raus. Es sei denn, Nein, er kommt gar nicht raus. Ja, es ist fürchterlich, es ist schrecklich. Ja. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man das ja, Phänomen untersuchen will. Ja, beispielsweise, wenn ich wieder von mir sprechen soll, nicht wahr? Er wird also behauptet,
Ich hätte nationalsozialistische Kunst gemacht. Ich weiß, ein Volk, es gibt überhaupt keinen Begriff für den Stil einer Zeit, nicht? Naja, jedenfalls ist es absurd, wenn man bedenkt, bei uns in Wien, stilistisch gesehen, ist das, was du in den 20er Jahren gemacht hast, also sagen wir, die Darstellung des athletischen Mannes, ja, und der so, wie wir damals gesagt haben, bodenständigen Frau, ist auf jedem Gemeindebau oben. Nicht? Ja. Und von den Hanak-Schülern bis zum jungen Wottruber hat das jeder versucht, in seiner Weise zu gestalten. Ja. Das waren Sozialisten im Großen und Ganzen, die das bestellt haben oder die das gemacht haben. Aber es ist doch ganz uninteressant. Wesentlich wichtiger ist doch die Frage, wie gut ist das gemacht worden? Und da ist doch gar kein Zweifel, dass dir da niemand das Wasser reichen kann. Ja, ja, das, man fängt an, das heute zu sagen. Nicht? Ja, aber das also wird sich erkannt. Und zwar ja, die Süddeutsche Zeitung, die mich gehasst hat wie die Pest, nicht wahr? Ja. Die vergleichen, die suchen jetzt den Stil der Zeit zu definieren und kommen auf die Klassik, nicht wahr? Und ja, dann gibt es, sagen wir mal, antike Beispiele, wie beispielsweise David in Frankreich, ja, der ein Klassiker war, nicht? Ja, klar. Und das sind ja vollkommen neue Sehweisen, nicht? Da kann man mit Politik ja nichts mehr anfangen. Naja, gerade bei David wäre interessant zu zeigen, wie aus einem Hofmaler ein Revolutionär wird, ja, der dann wieder den Kaiser malt. Also, wenn man das Charakterbild des Künstlers verwechseln wollte mit seiner Begabung, dann ist man auf jeden Fall am Holzweg. Ja, klar, natürlich. Denn das hat doch das eine nichts mit dem anderen zu tun. Nein, überhaupt meine, nicht. Wenn jeder, der fromm ist, auch ein El Greco oder Malerei wäre, dann könnte man sagen, okay. Ja. Aber so ist es nicht. Mich haben zwei Leute haben mich hochgeschätzt. Und von dem, den ich hier jetzt nenne, hatte ich keine Ahnung, solange ich Molotow noch nicht kannte. Ich habe also ein langes Gespräch mit Molotow in Berlin gehabt. Und er überbrachte mir die herzlichsten Grüße seines Chefs. Stalin, Josef Stalin. Ja. Nicht? Und der Stalin hatte durch das Auswärtige Amt, Ribbentrop, laufend Fotos von meinen Arbeiten bekommen, jahrelang. Nicht? Und man hat mir nichts davon gesagt. Und dann hat Stalin die Fotos weitergegeben ins Volk, um vom Volke die Meinung zu hören, wie sie auf die Kunst reagieren. Und da hat also Stalin festgestellt, dass das russische Volk voller Begeisterung meiner Arbeiten ist und übergab mir den ersten Riesenauftrag, ein 30 Meter langes Relief zu machen in 4 Meter Höhe. Und Motiv wäre meine Sache in allen Fällen. Er würde nie es wagen, mir ein Motiv zu nennen, was ich darzustellen hätte. Sondern was ich mache, kommt im Volke an und darauf kommt es ihm an. Nicht? Aber ich habe ja damals den ersten Herzinfarkt bekommen und ich konnte die Reise nach Russland nicht antreten. Sonst säße ich heute nicht in diesem Stuhl. Dann wäre ich in Russland geblieben. Nicht? In dem Zusammenhang wollte ich dich fragen, wie du in Paris warst. Warst du doch in einem Freundeskreis, der teils den klassischen Stil suchte, wie Despiau, teils aber auch surrealistisch orientiert war, wie Cocteau, also fantastisch orientiert war. Und zu deinen Freunden hat doch damals ganz gewiss schon Jean Cocteau gezählt. Ja, ja. Ich habe ja
Der war der erste Franzose, mit dem ich mich anfreundete, als wir Deutschen die Erlaubnis bekamen, Paris für ein paar Tage zu besuchen. Ja. Und da wurden wir ging ich hin mit Flechtern, das war mein Kunsthändler damals. Ja. Und mit dem fuhr ich nach Paris für ein paar Tage, nicht? Und wer lud uns ein? Kein geringerer als Jean Cocteau im Boeuf sur le Toit. Ah. Nicht? Ja. Und es passiert Folgendes: Wir sitzen am runden Tisch und es sind die Söhne von Renoir sind schon da, Léger ist da, also eine Reihe von ganz fantastischen Leuten sitzen da am Tisch und Flechtheim spricht auf einmal Deutsch. Nicht? Mit lauter Stimme, der stand auf dem Standpunkt, dass er sich alles leisten konnte. Nicht? Mhm. Sein Leben lang. Und plötzlich bricht der Dirigent die Musik ab und sagt, tant qu'il y a des Boches ici, nous jouerons plus. Nicht? Da mussten wir aufstehen und wir gingen im Gänsemarsch, verließen wir den Boeuf sur le Toit. Welches Jahr war das? 24. 1924 war schon eine solche Animosität da. Ja, ja. Aber doch auch das Gegenteil. Natürlich. Mir kommt vor, natürlich, dass... Immer daher kommt meine Freundschaft mit Cocteau. Ja. Die hat sich an dem Abend gegründet und gefestigt. 1924. Fürs ganze Leben. Das ist doch eine Zeit, in der er voll im Surrealismus schon war. Nicht? Ja, in seinen Anfängen. Ja, und ich konnte erst nach Paris 1927, weil ich da einen Menschen gefunden hatte, der was mir abgekauft hatte und wurde da nicht einen Scheck von 350 Mark schickte, ein Jahr lang. Nicht? Und wie das verbraucht war, ja, war ich in Paris ein bekannter Mann. In einem Jahr. Und ich habe mein Erfolg gehabt mit der ersten Arbeit, die ich machte. Da habe ich den Kogan porträtiert. Wen? Den Kogan, den Bildhauer. Kogan, ja. Russischen Bildhauer, ja, jüdischer Bildhauer. Und das hatte ich im Frühjahrssalon, hatte ich das hingeschickt, nicht, und ja, wartete, ob es auch angenommen würde. Aber bekam keine Nachricht, sondern bekam eine Einladung, an der Einweihung der Aufstellung teilzunehmen. Und betrete den ersten großen Saal, wo sind Picasso, Renoir und die Leute, die noch lebten. Hast du Derain gekannt, André Derain? Natürlich. Ja. Ganz der musste großer, dir doch nahestehen, auch ganz künstlerisch. Ganz großer Freund, ne? Von mir. Ja, dachte ich mir. Ja, ja, ja. Ganz großer Freund. Ja, der also wird ja jetzt sagen, auch in Frankreich ich war einmal entdeckt, mit ihm zusammen so. Ja. Und da sagte, da lebte meine erste Frau noch, wollen wir nicht heute Abend zusammen essen? Und da sagte er, ja, gehen wir ins, wie heißt das berühmteste Lokal, das teuerste Lokal in Paris. Maxim. Zu der Zeit? Ja, sagt sich so, in dem Aufzug, der Tor ist in all diesen dunklen Anzug und ein Zweiter. Ja. Und sagt er, in dem anderen wird es doch gar nicht hereingelassen. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Wir sind also hingefahren und wir das Lokal besuchen abends. Riesenbetrieb, alles im Smoking oder Frack, Damen in großer Abendtoilette. Ja. Und der André, der Chef, der rennt auf uns zu, nimmt den Derain in die Arme, um ihn zu begrüßen. Nicht? Und setzt uns direkt an einen Tisch, der reserviert war. Ja. Nicht?
Ja, das Paris damals zu vertauschen gegen das doch wesentlich steifere und dunklere Deutschland muss für dich gar nicht leicht gewesen sein. Ja, ja. Ein junger Künstler, der du damals warst, du warst doch noch nicht mal 30. Nein, natürlich. Ich erinnere mich an etwas immer wieder, wenn ich dich sehe. Ich war 9 Jahre alt. Das war 1939. Da habe ich zum ersten Mal durch meine Mutter, die mir Kunstpostkarten von deinen Plastiken mitbrachte, dein Werk kennengelernt und war schlagartig begeistert davon. Ja, als Neunjähriger. Bis zum heutigen Tag. Ja. Ja. Und das muss doch dann schon die Zeit gewesen sein, in der du sozusagen heimgeholt warst ins Reich, wie die Ostmark. Ja. Also das war ein großer Umbruch in deinem Leben. Ja, folgendes Sonderbare hinzu. Meine Mutter war eine geborene Glei. G-L-E-Y. Ja. Nicht? Ja. Und ich habe dich, also in frühester Kindheit schon fließend Französisch sprach, ja, nie daran gedacht, dass das kein deutscher Name ist, sondern ein französischer Name. Ja. Und kurz vor dem Zusammenbruch, da bekomme ich den Besuch eines Vetters aus Breslau. Und der hieß von Breker. Und der hatte die Familiengeschichte geschrieben, die er mir übergab. Nicht? Ja. Und da lese ich, dass die Familie meiner Mutter Hugenotten waren. Und mein Großvater, der war noch Prediger, der hatte 7 Söhne und eine Tochter. Und wenn ich da als Kind hinkam, dann sah ich, wenn er in der Bibel vorlas oder ein Gebet sprach, dann knieten 7 Kinder. Nicht? Ja. Und das, diese ungeheure, absolute Frömmigkeit hat die Familie nie verlassen, bis zu seinem Tode nicht. Ja. Und wie denkst du eigentlich, wenn ich dich vorhin nach dem Schicksal gefragt habe, wie denkst du über die Verantwortung des Menschen, über seine Bindung an ein höheres Wesen oder sagen wir an Gott? Was hast du da für eine Einstellung? Absolut gottgläubig. Du glaubst an einen Gott. Jawohl. Im Sinne des Schöpfers, so wie in die Bibel. Ja. Beispielsweise eine Begabung. Mhm. Du hast eben vom Schicksal gesprochen, nicht wahr? Ja. Also, das ist einem ja mit in die Wiege gelegt. Ja. Nicht? Ja. Nicht wahr? Ich habe angefangen, als Kind zu zeichnen, ja, ganz früh. Wann ungefähr, kannst du dich erinnern, wann war das, dass du deine ersten... 3, 4 Jahre alt. Ja, ja, nicht? Ja, ja. Und mein Vater war ein hochbegabter Zeichner. Nicht? Ja. War hochbegabt, aber... Also schon eine Vorgabe, wie wir sagen würden, biologischer Art. Eine Zündung war schon da. Mhm. Ja, das ist ähnlich auch bei mir komisch, dass Begabungen nicht selten ein in der Familie schwebendes Gut sind. Ja. Und manche trifft es dann auch besonders hart. Naja. Denn du hast doch unglaublich viel gearbeitet, dein Leben lang ungeheuer viel gemacht. Das ist das durchblättert in einem Buch. Stell dir nur mal vor, ich habe 90% meiner Arbeiten eingebüßt. 90%, was das bedeutet. Nicht? Und zwar, als die Amerikaner Deutschland besetzten, als sie gewonnen hatten, da kam zu mir der Chef der Armee hin. Der sprach fließend Deutsch. Und war ein großer Verehrer meiner Arbeit. Ja. Und sah, unter welchen Umständen ich da hauste, schon rausgeschmissen aus allen Sachen, nicht? Ja. Sagte, es ist ja unmöglich, wie sie leben.
steigen Sie mein Auto. Ich bin der König von Bayern. Wir suchen jetzt für Sie eine Wohnung. Nicht? Da hat er den ganzen Tag geopfert. Da sind wir rund um München gefahren und haben die Schlösser aufgesucht. Und er wollte mich in die großen Schlösser unterbringen. Nicht? Und ich wusste ja, wenn er weg ist, dann bin ich der Erste, der rausfliegt. Nicht? Denn ich floh ja aus der bescheidensten Wohnung heraus, als die Besatzungstruppe kam. Nicht? Es ist ja wirklich unerklärlich, nicht? Was ich vorhin meinte. Auf der einen Seite spielte man Brecht und vieles andere ging einfach weiter. Und auf dich hat sich alles konzentriert. Ja, ich glaube, dass du das, was man in Englisch eine Scapegoat nennt, wurdest. Der Sündenbock. Ja, die brauchen. Ja. Ich meine, es ist und bleibt unerklärlich. Warum gerade du? Ja. Warum nicht die Deutsche Bank? Die hat ja auch mitgearbeitet. Ja, aber alle, ich meine, es ist ja... Es ist unerfindlich, letzten Endes. Ja, wie gesagt, man könnte ja annehmen, wo jetzt Deutschland wieder zusammengewachsen ist, dass eine Bewegung sich meldet, die auch unsere Sache reinigt von der Vergangenheit. Nicht? Aber mitnichten, das geschieht nichts. Na, das ist. Oder das kann ich wieder, was ich dir eben sagte, das kann ich nur auf Französisch sagen: Je m'en fous royalement. Nein, weißt du, dazu müsste jemand darüber stehen können, mit großem Überblick, so wie Dali. Der doch, ich meine, ich habe mit Dali sagen wir, das Treffen damals.